Seit Jahrmillionen bilden Steine das Fundament, auf dem der Mensch sich über die Erde bewegt. Stein ist überall und wird so zum Gedächtnis unseres Planeten. Eine Reise durch Ort und Zeit. Von versteinerten Wellen zu ziselierten Palästen. Von Granitkolossen über schwarz-silbrigen Basalt bis hin zu feuerspeienden Bergen. Mein indisches Abenteuer beginnt am Taj Mahal, einem Traum aus weißem Marmor. Und wie der edle Makrana-Marmor selbst, versinnbildlicht das Taj Mahal in Agra Perfektion und Dauer. "22 Jahre arbeiteten 20.000 Arbeiter an dem Mausoleum oder dem Wunschbild eines Kaisers. Das Taj Mahal ist eins der 8 architektonischen Weltwunder und zugleich die Legende einer ewigen Liebe. Und jeder, der hierher kommt, versucht sich und seine Liebe auch unsterblich zu machen." Schlechte Straßen, herumwandernde heilige Kühe und Linksverkehr, der sich durch lautes Hupen regelt. Durch Rajasthan sollte ich mich mit einem Fahrer bewegen. Ein paar Kinder schauen mich neugierig an. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Aber ich bin es auch nicht. Es ist die Kamera. Jeder will ein Foto und noch eins und noch eins und zeig mal. Als Fahrer Anil Trivedi endlich kommt, fällt es mir schwer, meine ersten indischen Freunde zurückzulassen. Ein Miniaturenmacher schraubt Mini-Taj-Mahals zusammen. Längst hat die Tourismusindustrie begriffen, dass kleine Andenken große Einnahmen bringen. Für den Kunsthandwerker aber ist es noch mehr als nur das Geld. Er ist stolz darauf, dass er sein Leben damit verbringen kann, das Taj Mahal zu kopieren. Und dankbar, dass das Taj die Region reich gemacht hat. Wie der Muttertempel sind die Miniaturen aus weißem Marmor. Nur die Intarsien werden wegen der Winzigkeit durch Bemalung ersetzt. Thank you.
Im Gegensatz zu anderen Reisenden werde ich in der rosafarbenen Stadt Jaipur keine Paläste besichtigen. Mein Ziel ist die Marmorgasse. Hunderte winziger Läden und Werkstätten reihen sich hier aneinander. Und ihr Werkstoff, ihre Ware ist Marmor. Überall wird gehämmert, geschliffen, gesägt. Warum man allerdings den so makellosen weißen Makrana-Marmor mit Farbe bedeckt, verstehe ich nicht. Nimmt man ihm nicht den Wert? In den Augen der Inder wird der Marmor veredelt. Ich lerne schnell, dass er Farbe nicht absorbiert, sondern aufliegen lässt. Zusammen mit seiner Leuchtkraft entsteht so ein ganz besonderer Realismus. Ich habe von meinem Meister gelernt, indem ich genau zugeschaut habe. Er hat mir beigebracht, dass es wichtig ist, vorher die Materie, den Stein, zu studieren. Man muss genau beobachten und dann präzise arbeiten. Es ist eine Gottesgabe, eine Konzentration. Und mit dem Gedanken an Gott fangen wir allmählich an zu arbeiten. Wie alle Männer in seiner Großfamilie ist Arnan Shamar im Marmorhandwerk beschäftigt. Unsere ganze Familie arbeitet zusammen. Wir sind 7 Brüder. Auch die Kinder von uns 7 sind alle mit dabei. Einer malt, der andere schleift, einer meißelt. Während er eine neue Heiligenstatue aus dem Stein schlägt, wird eine seiner früheren auf die Reise geschickt. Zielort natürlich ein Hindu-Tempel. Solange es Tempel gibt, erklären mir die Männer, wird es Verehrer geben, Menschen, die sie anbeten. Und solange gibt es Arbeit. Ich bin eingeladen, die Familie später am Tempel der Marmorkünstler zu treffen. Tempel der Marmorkünstler? Wie kommt er zu diesem Namen? Bei einem Festival, so sagt man, sollten Künstler dem Kaiser ihre Werke präsentieren. Alle kamen und brachten das Schönste, was sie vorzeigen konnten. Nur Malaram Ji brachte nichts als ein Werkzeug und einen weißen Stein. Aufgefordert, sein Können zu demonstrieren, schuf er ein Insekt, das so realistisch war, dass der Kaiser erschrak. Malaram Ji erklärte ihm, dass das Insekt aus Marmor sei. Da schenkte der Kaiser das Land dem Volk von Rajasthan und ließ zu Ehren des Marmorkünstlers einen Tempel darauf errichten. Einmal im Jahr ziehen bis zu 5000 Menschen aus der Nachbarschaft zum Feiern auf den Berg hinauf.
Aber auch sonst ist der Tempel ein beliebtes Ausflugsziel. Navin und Anjali erzählen, warum. Dieser Tempel ist 200 Jahre alt. Und das Besondere daran ist, dass unsere Vorfahren ihn gebaut haben. Hier kommen wir zur Ruhe, finden zu uns. Wir kommen abends her. Unsere Mahlzeiten bestehen aus Churma Dal Bhati. Das sind frittierte Bällchen, Linsen und Naan. Das ist ein Bildnis vom Gott Vishnu, natürlich aus Marmor gemacht. Und das ist Maleram, der große Bildhauer dieser Region. Wir sind 45 Familienmitglieder, die alle unter einem Dach leben. Wir Frauen kochen zusammen. Alle Schwägerinnen sind schon zusammen zur Schule gegangen. Genau. Seitdem sind wir beste Freundinnen. Schulfreundinnen sozusagen. Wir haben viel Spaß. Wir lieben unsere Großfamilie. Unsere Ältesten sind unsere Ratgeber. Wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind und uns streiten, setzen sie sich abends mit uns hin und helfen uns, die angespannte Situation zu lösen. Sie sagen es uns dann, wer falsch liegt. Das zu akzeptieren hat, glaube ich, damit zu tun, wie man erzogen worden ist. Alle sind ausgelassen. Papierdrachen werden von allen Flachdächern in den Himmel geschickt. Es ist die Nacht des Drachenfests, einem modernen, heutigen Fest, das das Ende des Winters markiert. Nächsten Morgen verlasse ich Jaipur. Ich habe genug Kunstgewerbe gesehen. Jetzt will ich den Marmor in der Landschaft finden. Die mit Marmorbrocken beladenen LKW nehmen zu. Und manchmal scheint es, als würde mein kleines Auto unter ihnen hindurchfahren. Ich versuche mir eine Marmorlandschaft vorzustellen und hätte um ein Haar die grasende Kamelherde verpasst. Was ist Marmor überhaupt? Marmor ist ein metamorphes Gestein. Kalk, Dolomit oder ein anderer karbonatreicher Stein wird im Erdinneren durch Hitze und Druck umgewandelt. Zu dem, was wir Marmor nennen.
Habe ich da eben in der Landschaft weißen Marmor aufblitzen sehen? Ich laufe auf den Berg zu, fasse ihn an, aber das Material ist weich und staubig. Ich habe einen Kreidestein gefunden. Dieser Kalkstein hat seine Chance verpasst oder noch nicht bekommen. Jahrtausende braucht es, bis der karbonatreiche Stein zu Marmor umgewandelt ist. Immer wieder suche ich Marmor, doch der Schatz hält sich verborgen. In den Makrana-Steinbrüchen des Aravalli-Gebirges werde ich das weiße Gold finden. Minenbesitzer Gorav Bansal begleitet mich in die Tiefe. Die Minen von Makrana gab es schon vor der Errichtung des Taj Mahal. Die Marmorplatten wurden auf Kamelrücken und Elefantenkarren zum Taj Mahal transportiert. Früher dachte man, es bringe Unglück, Häuser aus Stein zu bauen. Es hieß, daraus würden Tempel und Moscheen gebaut und dabei sollte es bleiben. Heutzutage wird der Marmor für alles benutzt, auch für Bäder. Er findet seinen Weg überall hin. Alles eine Frage der Mode. Unten im Steinbruch angekommen, verstehe ich, die Marmorlandschaft entsteht erst durchs Abtragen. Die Makrana-Steinbrüche liegen in einer Grabenbruchzone. Bis jetzt sind wir bei 100 Meter Tiefe angelangt. Aber eine geologische Studie, die in Indien gemacht wurde, hat herausgefunden, dass es auch weiter unten noch Marmor gibt. 300 bis 400 Meter schätzt man. Aber der Abbau wird von Tag zu Tag langsamer. Je tiefer man kommt, umso teurer wird er. Aber die Qualität des Marmors steigt. Unsere Arbeiter kommen alle aus den benachbarten Dörfern.
Es gibt für die Arbeit im Steinbruch keine besondere Ausbildung. Es ist ein sehr mühsamer, langwieriger Prozess. Nach und nach und in kleinen Schritten entwickelt sich der Arbeiter zu einer Fachkraft. Am Anfang hat ein junger Arbeiter die Aufgabe, Wasser auszuteilen. Dadurch lernt er, wie man sich im Steinbruch bewegt. Später füllt er dann die Behälter mit Abfallprodukten. Und erst dann wird er, nach und nach, mit schwierigeren Aufgaben betraut. Früher haben die Erwachsenen aus unserer Familie in den Minen gearbeitet. Als Kind bin ich mitgegangen und habe zugeschaut, was sie gemacht haben. Vom Zugucken habe ich gelernt und später selbst angefangen. Inzwischen kann ich jede Arbeit hier perfekt. Archaische Arbeitsbedingungen. Ohne Schutzhelm. Nicht einmal feste Schuhe. Wir sind ein Team. Wenn einer müde wird, ruht er sich aus und ein anderer macht weiter. Es gibt ein großes Wir-Gefühl. Lass es los! Lass es fallen! Lass es fallen! Dies! Mach! Hör mal! Moment! Ich rede! Die riesigen Steinbrüche von Makrana liegen im ältesten Faltengebirge Indiens. 400 Minen beschäftigen 40.000 Arbeiter. Gaurav's Arbeiter sind stolz, dass sie eine große Sitzfläche aus Marmor vor ihrer Hüttensiedlung liegen haben. Der Älteste stellt sich für ein Foto darauf. Anwar Emad Katris Fabrikanlage verarbeitet die Marmorbrocken. Als erstes bekommt der Stein ein Dressing. Die rauen Ecken und Kanten werden mit Hilfe einer großen Stichsäge bearbeitet. Dann geht es zum Schneiden der Kanten. Der Stein wird entsprechend des Musters markiert. Erst danach kann der Block in die Maschinen eingespannt werden, die ihn weiterverarbeiten. Vier Stunden lang arbeiten sich 80 Sägeblätter durch den eisigen 6 Tonnen schweren Block. Überall, bei jedem Schritt, sehe ich immensen Wasserverbrauch. Ist das in der Halbwüste Rajasthan kein Problem? Durch das Wasser wird eine gewisse Weichheit erreicht und das Wasser wird recycelt. Wir haben 2 große Wasserbehälter, durch die das Wasser zum Stein gepumpt wird, während der Stein geschnitten wird. Dann läuft es zurück zum Behälter. Das Wasser reduziert die Staubbildung während des Schneidens. Der Grund, warum Makrana exportiert wird, ist ganz einfach. Es ist der beste Marmor der Welt.
Dieser Stein besteht fast ganz aus Kalzium und sein Glanz hält ewig. Er gewinnt sogar noch an Glanz mit der Zeit und er wirkt beruhigend auf die Augen. Ich leite diese Fabrik seit 30 Jahren und in dieser Zeit haben wir viel erreicht. Schule interessiert unsere Kinder nicht. Sie wollen keine andere Ausbildung. Sie ziehen es vor, auch in das Marmorgewerbe einzusteigen. Dieser Stein enthält Kalzite. Und selbst wenn die Arbeiter 50 bis 100 Gramm pro Tag einatmen, ist es für sie ungefährlich. Nichts gegen 98% Kalziumgehalt. Aber Kalzium in der Lunge? Die Besonderheit des Makrana-Marmors ist es, dass er total naturbelassen ist. Dadurch wird er auch für immer seine makellos weiße Farbe behalten. In Anwars Fabrik werden auch die typischen Flachreliefs für die Hindu-Tempel hergestellt. Der Marmor wird mit einem Schmirgel poliert, weil er eine Diamantkörnung hat und bei der Bearbeitung rau und uneben geworden ist. Um die Oberfläche glatt und geschmeidig zu machen, wird erst mit Schmirgelstein und danach mit Schmirgelpapier poliert. So entsteht der perfekte Glanz. Ich werde auf eine Steinesammlerin aufmerksam. Ganga Devi hebt die flachen Abschnitte auf und trägt sie zu einem Scherbenhaufen. Nirgendwo in den tiefen Steinbrüchen habe ich Frauen gesehen. Hier aber scheint man sie für Hilfsarbeiten heranzuziehen. Warum ich hier arbeite? Um meine Kinder großzuziehen. Warum sonst? Ich kann alles, auch an den Maschinen arbeiten. Das Geld reichte nicht zum Leben. Wir haben 5 Kinder, also habe ich angefangen zu arbeiten. Mein Mann arbeitet auch, aber er bekommt nur 300 Rupien, knapp 5 Euro. Manchmal arbeite ich auch in der Landwirtschaft oder ich sticke. Aber sie bezahlen nur 1 Rupie pro Stück. Wie kann man davon satt werden? Entlang der Hauptstraße reiht sich ein Geschäft an das andere, wie Perlen auf einer Schnur. Alle sehen gleich aus, alle verkaufen dasselbe, Marmor. Platten und Blöcke in verschiedenen Größen und Maserungen. Ein paar Läden haben sich auf Bruch spezialisiert. Je mehr ich über den Marmor lerne, umso mehr erinnert er mich an ein Schlachttier. Wie ein Schaf, dessen Fleisch gegessen, dessen Wolle verwebt und auf dessen Fell geschlafen wird. Nichts verkommt. Die kleinen Marmorreste werden geprüft, ob sie sich noch für Mosaiken eignen. Wenn nicht, gehen sie in die Zerkleinerungsmaschine. Ein Drittel der 30 Arbeiter hier sind Frauen. Eine von ihnen schenkt mir ein Lächeln. Ich versuche, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie lässt mir sagen, dass sie sich freut zu sehen, dass auch ich arbeiten muss. Das zeugt von ganz eigenem Stolz. Wir sind 10 Frauen und arbeiten hier seit 10 Jahren. In der Verpackung. Wir tragen die Säcke zu den Lastwagen. Und wir verdienen 200 bis 250 Rupien am Tag. Ja, genau. 200 bis 250 Rupien pro Tag. Meistens nur 200.
Im Gegensatz zu den Männern finden Frauen wie Basanti und Santosch und die 15-jährige Tochter nur als Tagelöhnerinnen Arbeit. Sie ist meine Tante und das ist meine Tochter. Ich bin ihre Mutter. Wir sind immer hier am gleichen Ort. Mal gibt's Arbeit, mal nicht. Wenn wir keine Arbeit haben, gehen wir auch nicht auf Suche. Es ist schwere Arbeit. Wir ziehen uns in bitterer Kälte um und fangen um 8 Uhr an. Es ist wirklich extrem harte Arbeit. Wir kriegen 200 Rupien. Davon gehen noch 20 für die Anfahrt und 20 für die Abfahrt runter. Unsere Kinder lassen wir allein. Seit 10 Jahren arbeite ich hier für denselben Chef. Unsere Eltern leben auch hier bei der Fabrik. Sie arbeiten nachts an der Zerkleinerungsmaschine. Am Tag ist es verboten. Die große Schreddermaschine, die die Eltern nachts anwerfen, darf aus Umweltschutzgründen tagsüber nicht laufen. Die Staubemission ist brutal. Je nach Korngröße wird aus den Marmorresten Ziergranulat für Aquarien, Zement, Spachtelmasse, Bindemittel oder, wenn es super fein ist und darüber hinaus noch vom Makrana-Marmor stammt, Zahnpasta und die Calciumtablette. Es war meine eigene Idee. Als ich mit diesem Geschäft begann, war diese Industrie noch ganz in den Anfängen. Anil Jaswani betreibt die älteste Schredderfabrik Kishangas. Hier war nichts. Wir haben hier diese Maschine installiert, damit alles vollautomatisch funktioniert. Wir brauchen praktisch keine Arbeiter. Nur Packkräfte werden benötigt. Der feine Marmorstaub ist allgegenwärtig. Es sieht aus, als wäre der Ort eingeschneit. In Kishanga haben sich 850 marmorverarbeitende Betriebe, 5000 Händler und 75 Schredderfirmen angesiedelt. Die Packarbeiten werden von Frauen gemacht. Männer rühren eine solche Arbeit nicht an. Sie fänden das komisch. Eigentlich fühlen wir uns nicht mit dem Marmor verbunden. Wir brauchen ja nur den Abfall. Das, was wir aus dem Abfall machen, hat nichts mehr mit Marmor zu tun. Höchstens die Mosaikfliesen. Ein Steinmetz macht aus einem Bananenstein etwas Besonderes. Ein Stein kann unbeachtet am Straßenrand liegen und derselbe Stein in einem gediegenen Ambiente in Jaipur mehrere tausend Rupien kosten. Es kommt auf die Vorstellungskraft an. Wenn Menschen eine Vision haben, können sie alles erreichen. Das glaube ich. Wie andere das sehen, weiß ich nicht. Auf dem Weg nach Udaipur erspähe ich noch einmal Marmor in der Landschaft. Brocken liegen ausgestreut neben einem Tempel, von dem ich zuerst glaube, dass er restauriert wird.
Ich stelle fest, dass es ein Neubau ist. Normalerweise baut man erst ein Haus und richtet es dann ein. Hier sitzen die Götter schon im unfertigen Tempel. Die Jain-Religion propagiert Gewaltverzicht und tötet weder Tier noch Pflanze. Wanderarbeiter schaffen seit Jahren an diesem Tempel. Ein Priester versorgt sie. Geld gibt es keins. Eines Tages wird der, der gerade hier baut, weiterziehen. Ein anderer seine Arbeit fortsetzen. Ein anonymer künstlerischer Prozess. Es ist wie ein Eintauchen in einen Traum. Erinnerungen an die in der Vergangenheit gesehenen Heiligenstatuen und Figuren werden wach, an die Flachreliefs, die Tempel. Tatsächlich aber ist es mein Abschied vom weißen Marmor. In Udaipur bedauere ich, dass ich keine Zeit für Sightseeing habe. Denn diese so grüne Stadt ist traumhaft, zwischen Seen und Wasserarmen eingebettet. Ich bin auf dem Weg zu den Bergen des grünen Marmors. Die vor mir liegenden Berge sind bis fast an die Oberfläche mit der Kostbarkeit gefüllt. Marmorerfahrene Italiener haben geholfen, den grünen Marmor zu lokalisieren. Ein ungeahnter Schatz in Rajasthan. Hier am Kesharia Ji und Rishab Deb Gürtel wird im großen Stil abgebaut. Hier werden regelrecht Berge versetzt. Der Marmor entnommen, die Reste neu aufgeschüttet. Eines Tages werden die Berge wieder bewachsen sein. Die Minen werden staatlich kontrolliert. Das Werkzeug ist modern, der Abbau hochtechnisiert. Kein Wunder, die Minen arbeiten erst seit 20 Jahren. Jeder kann sich um eine Lizenz bewerben. Die Brüder Siddharth und Abhinav Singhvi betreiben 9 Minen. Die Laufzeit wurde kürzlich von 20 auf 50 Jahre aufgestockt. Früher war dieses Material als Verde Guatemala bekannt, weil es auch in Südamerika zu finden war. So hat es begonnen. Dieser grüne Marmor ist eigentlich Granit. Er wird nur zu Marmor verarbeitet. In der Tat, der grüne Marmor ist kein Marmor im petrologischen Sinn.
Zwar ist er wie Marmor durch Metamorphose entstanden, aber aus ganz anderen Baustoffen zusammengesetzt. Grüner Marmor erfreut sich extrem großer Nachfrage auf der ganzen Welt. China ist ein sehr großer Abnehmer. Die Chinesen kaufen ihn in Blöcken und bearbeiten ihn. Und dann vermarkten sie ihn weltweit. Der Grund, warum dieser Marmor grün ist, ist der hohe Magnesiumgehalt. Man nennt es Serpentit, weil es an die Haut einer Schlange erinnert. Die körnige Struktur des Serpentits ist kompakt, wodurch er besonders hart und seine Thermaldichte sehr hoch wird. Das bedeutet, der Stein kann Kälte und Wärme speichern. Und er hat heilende Wirkung. Wenn man darauf geht oder sich darauf legt, wird der Blutkreislauf angeregt. So können Körper und Geist sich entspannen. In einem Spa zum Beispiel, wenn Ihnen vorgewärmte Steine aufgelegt werden, dann tut das gut. Dadurch erfährt der ganze Körper eine heilende Wirkung. Marmor also als Handelsbegriff. Fallen all diese modernen Designs darunter? Der faszinierendste Marmor, den ich hier finde, erinnert an moderne Malerei. Hauchdünne, mit spitzem Bleistift geführte Linien. Und der Rainforest offenbart beim genauen Hinschauen Landschaften, in die ich mit meinem Auge hineinwandern kann. Ein Flussdelta im tropischen Regenwald, eine morastige Wiese. Meiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auf meiner Reise durch Indien habe ich gelernt, es gibt keine Landschaft mit Marmor, aber ich habe die Landschaften im Marmor und im Serpentit gefunden.